Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir A Tiny Sticker Tale. Das hat Tiere in sich, sah süß aus und deswegen wollte ich es spielen. Ich zeige euch einmal die Option. Es gibt nämlich leider nur Language, Englisch und Spanisch. Heißt, wir müssen heute mit Englisch klarkommen. Aber ich glaube, da kommen wir drüber hinweg. Ich habe das in dem Guria Collective Stream gesehen. Guria. Und da sah es ganz süß aus. Von dem her, let's go. Und es hat vor allem, was ich auch ganz schön finde, eine 100%ige Controller-Unterstützung. Das ist ganz toll. So, was geht es in diesem Spiel? Weiß ich selber noch nicht. Auf jeden Fall sind wir in einer Sticker-Welt. Es hat mich so ein bisschen an Paper Mario Sticker Star erinnert, wenn das jemand gespielt hat. Und auch ein bisschen an Scribblenauts. Ihr werdet wahrscheinlich auch gleich sehen, warum. Denn man kann mit dieser Welt so agieren, wie man will. Beziehungsweise es gibt so vorgefertigte Rätsel, die man lösen muss. Aber dafür muss man halt Sachen in diese Welt reinbringen. Sticker in diesem Fall. Die Zeit ist gekommen. Ein neues Abenteuer erwartet uns. Dich. Ich bin übrigens Honig. Okay, oh cool. Jetzt habe ich eine Hand und kann... Boah. Ach, alles sind hier Sticker. In dieser Welt ist alles ein Sticker. Auch die Krabbe. Auch die Krabbe ist ein Sticker. Oh, und die Krabbe kann ich in mein Sticker-Album reintun. Und dann kann ich sie irgendwann später verwenden, sagst du? Okay, interessant. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Let's go. Oh, hier, die Statue können wir auch noch mitnehmen. Klar. Oh, aber man muss darauf achten, dass man sein Inventar hier gut sauber hält, damit das auch alles reinpasst, ja? Oh, wie süß das schon wieder ist. Also, der Stil gefällt mir richtig gut. Ich glaube, mehr können wir nicht mitnehmen. Oder können wir Honey sogar mitnehmen? Wir können einfach Honey mitnehmen. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber eine Freundin ist ja nie schlecht. Und hier steht, glaube ich, jetzt endlich mal unsere Aufgabe. Hallo, mein Kind. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich hoffe, dieses alte Sticker-Album gefällt dir. Es wird dich überraschen. Ich werde dich bei den Mountains sehen, also bei den Bergen, falls du kein Englisch kannst. Und liebe dein Dad. Ah, und hier sehen wir eine perforierte Linie. An diese perforierte Linie könnten wir ja mal unsere Freundin hinsetzen. Vielleicht hat die uns ja irgendwas zu erzählen. Blapp. Und sie fängt einfach an zu reden. Ein richtiger NPC. Sieht so aus, als wenn die Pflanze im Norden den Pfad blocken würde. Ich habe gehört, dass Krabben die vielleicht kaputt machen können. Das ist also meine Tutorial-Dame, ja? Okay, meine Tutorial-Dame muss ich natürlich mitnehmen. Und wir sehen hier oben, da ist das Gestrüpp, das sie meinte. Und wir waren ja so klug und haben die Krabbe gleich aus dem ersten Level schon mitgenommen. Hier, zerstöre, was auch immer du zerstören willst. Okay, das ist ja fast wie bei Pokémon. Krabbi hat Schneider eingesetzt. Cool, Krabbi, du darfst wieder in den Pokéball zurück. Du hast deine Arbeit gut erledigt. Ja, meine Sticker sind meine Pokémon. Ach, ist das süß. Man weiß übrigens noch nicht, wann das Spiel rauskommt. Also es gibt noch kein Release-Datum. Nimmt er mir hier meine Sticker weg? Ich dachte, ich bin hier der Sticker-Profi. Und man weiß auch noch nicht, wie teuer es sein wird. Aber es war von Ogre Pixel und die haben auch schon Lovesome Village gemacht, was auch noch richtig süß aussieht. Könnte man eventuell auch mal spielen. Das sah so ein bisschen aus wie... Farmville? Nee, nicht Farmville. Wie Stardew Valley sah das aus. Also das könnte man sich eventuell auch nochmal angucken. So, der hat jetzt hier die Bäume weggenommen, aber ist mir ja egal, oder? Ich könnte die zwar wieder auf die Welt raufpacken, aber erstmal, was will denn der? Ist das ein Schnabeltier? Du siehst aus wie ein Schnabeltier. Schnabeltiere haben übrigens einen giftigen Stachel. Also sollte sich sehr in Acht nehmen vor Schnabeltieren. Die sind gar nicht so ungefährlich, wie man immer denkt. Das ist mein Lieblingsort zum Relaxen. Unter dem Schatten der Bäume. Aber dieser blöde Raccoon hat sie alle weggenommen. Könntest du bitte 5 Bäume wieder hier hinpflanzen? Na klar, mein Kleiner. Oh, vielen Dank. Kannst du das hier dem Schreiner wiedergeben? Die Säge, klar. Wieso hast du eine Säge im Wald, in dem du eigentlich chillen? Oh, man kann sich hinsetzen. Süß. Und kleines Schnabeltier, bist du öfters hier? Verfeuerst du immer die ganzen Bäume und beschwerst dich dann, dass die Bäume irgendwann alle weg sind, von denen du den Schatten so genießen kannst? Aha, nicht so gesprächig. Na gut, ich nehme mal deine... Achso, ich musste ja so mitnehmen, ne? Ich nehme mal deine Säge wieder mit. Was ist denn, wenn ich jetzt seine Bäume wieder wegnehme? Ist dir nicht gegönnt. Dein Schatten ist dir nicht gegönnt. Ich bin ein böser Esel. Ich bin auch ein Bösewicht. So, jetzt können wir uns überlegen. Wollen wir dir ja im Raccoon folgen oder wollen wir zur Kuh gehen? Die Kuh sieht cool aus. Ich mag Fische. Bitte pack 5 Fische in den See. Ich soll 5 Fische da reinpacken oder ich soll 5 Fische fangen? Okay. I'm fishing. Aber es sind keine Fische da drin, oder? Sie hat doch... Sie meinte doch, ich soll da Fische reintun und nicht Fische fangen. Klar, vielleicht fischt die ja auch für mich. Warte, komm mit, Lola, ich brauch dich. Ich finde das so witzig, dass man die NPCs einfach alle mitnehmen kann. Und bist du gar nicht, ne? Aber ich pack dich mal trotzdem hier hin. Aber wir können hier auf jeden Fall mal fischen. Ich weiß gar nicht, ist so ein Seestern streng genommen ein Fisch? Ja, Seestern. Danke. Ja, schon, oder? Gut, und hier sollte der Raccoon sein. Ne, ist aber weg. Minispiel. Was ist das für ein Wesen? So ein Hase oder so?
Du brauchst einen Pfeil zum Spielen. Ich glaube, ich habe meinen verloren. Vielleicht kannst du ihn ja finden. Hier hängen doch ganz viele. Kann ich die nicht einfach nehmen? Aber bevor ich das mache, müssen wir erstmal angeln. Zack. Was ist das? Kennt man, glaube ich, aus Animal Crossing. Ich habe so viel Animal Crossing gespielt und weiß trotzdem nicht, wie die ganzen Fische heißen. Aber allgemein, die ganzen Fischnamen, die ich überhaupt weiß, die weiß ich von Animal Crossing. Animal Crossing ist das beste Fischlehrmeister-Spiel, das es gibt. Da ist die Dame, die wir brauchen. Du alte Dame, willst du mir vielleicht irgendwas sagen? Das ist voll praktisch, dass man sich die einfach ranholen kann. Raccoon ist hierher gekommen. Ich bin Elsa. Ich habe ihr gesagt, dass ich davon träume, den Sonnenuntergang am Strand wieder mal zu sehen. Könntest du mir diesen letzten Wunsch, den ich habe, erfüllen? Aber klar, Elsa. Oh, es ist dunkel geworden. Elsa, dann musst du einmal kurz die Nacht abwarten, bis es hier wieder zur Sonnenscheininsel wird. Das ist ein magischer Moment. Guck, hier kommt der Sonnenaufgang. Ach, deswegen ist es dunkel. I see, I see. Ja, süß! Haben wir der Elsa ihren Wunsch erfüllt? Oh, magical. Sorry, Elsa, ich muss dir leider deine Sonne wieder wegnehmen, aber deinen Wunsch habe ich dir ja trotzdem erfüllt, nicht wahr? Du hast den Sonnenausgang gesehen und ab jetzt wirst du nie wieder einen sehen. Denn ich brauche die Sonne. Ich bin jetzt der Meister der Sonne. Hier, das soll ich dir wiederbringen. Kannst du ja mal nehmen, bitteschön. Hey, danke, dass du die scharfe Zähne, Louis, wiedergefunden hast. Mit ihr kann ich mein Projekt endlich beenden. Eine Brücke, Mann, das ist ja toll. Das ist ja echt ein krasser Zufall, dass er genau jetzt eine Brücke baut, wo ich doch eine Brücke brauche, um hier rüberzukommen. Wilde Sache, ey. Und auch wild, dass sie alle nichts sagen, dass ich ihnen ihre ganzen Sachen klaue. So, hier hat Elsa gewohnt. Die kann dann auch wieder zurück, auch ohne unsere Hilfe. Das ist auch nicht so ganz schlecht. Wer bist du, mein Kleiner? Meine Schwester hat dich hier irgendwo in den Bergen versteckt. Wenn du mir hilfst, dich zu finden, dann gebe ich dir einen Pfeil. Ich weiß nicht, warum ich einen Pfeil bei mir habe, aber der würde dir bestimmt nützlich sein. Oh, früher habe ich all diese Steine hier kaputt gemacht. Aber jetzt ist hier ein zu großer Stein, den kann ich nicht zerbrechen. Ich helfe dir auch dabei. Also ganz viele kleine Mini-Aufgaben. Und hier ist bestimmt der Bruder versteckt. Kann das der Bruder sein von einem Affen? Aff? Süß! Ja, nehme ich mit. Oder warte, ist das ein schlauer Hund? Der mir diese ich kann mir die Notiz einfach selber runterholen. Alles easy, Leute, alles easy. So, auch von Papa. Hallo, mein Kind. Hast du schon die Magie dieser Insel kennengelernt? Ich hätte ja zu gern dein Gesicht gesehen, wenn du das alles mal erfährst. Das funktioniert alles nur wegen diesen liebemütigen Wesen auf dieser Insel. Wenn du mich treffen willst, dann geh zu den Bergen. Okay. Ah, hier brauchen wir garantiert eine Flagge. Da oben ist doch so ein Flaggenpearl. Gucken, ob wir da was finden. Und das hier ist garantiert der Bruder? Nee, Twixi? Das war die mit dem... Doch, das war doch die mit dem Arrow. Also das war doch auch ein Hase. Ich mag sie spielen mit meinem kleinen Bruder. Doch, das ist die. Aha. Also gar kein Bruder, sondern eher eine Schwester, I guess. Obwohl man natürlich nicht nur, weil die jetzt eine Schleife da oben hat, darauf schließen kann, dass das ein Mädel ist. Können ja auch Jungs tragen. Alles easy. So. Das ist Fisch Nummer 5. Es sei denn, die Krabbe zählt auch als Fisch. Und hier könnten wir auch wieder doppelt benutzen, die Brücke. Okay, gut zu wissen. Nehmen wir die gleich mal mit. Aber erstmal hier, deine Schwester. Aber wie können das denn Geschwister sein? Ein Affe und ein Häschen? Egal. Ah, danke, dass du sie wiedergebracht hast. Und hier, wie ich dir versprochen habe, ein Pfeil. Zwar ohne Pfeilspitze, aber du kommst damit schon klar. Wie das hier alles ineinander greift, ist ja fantastisch. Pfeil in den Bogen. Abschuss. Oh, man muss das sogar anpassen. Ja, wild. Abschuss. Wow, genau das Ziel getroffen. Hier, nimm diesen Award. Oh Gott. Was soll ich denn mit so einem Preis? Okay, aber das wird bestimmt noch wichtig sein. Ich kriege aber eine goldene Statue geschenkt, weil ich einmal das Teil hier getroffen habe. Den Pfeil nehme ich mal vorsichtshalber trotzdem mit. Man weiß ja nie, wann man irgendjemanden mit einem Pümpel angreifen muss, nicht wahr? So, das Einzige, wo wir noch nicht waren, war natürlich hier auf der linken Seite. Dann sollte hier wahrscheinlich der... Letzte Fischstein oder der Raccoon. Ich habe gesehen, deine Schandtaten. Das habe ich im Trailer gesehen. Genau diese... Das hatten sie ganz am Ende gezeigt bei dem Stream. Der versperrt uns nämlich den Weg zu den Bergen, dass wir unseren Dad nicht sehen können. Warum er so böse ist, der Raccoon? I don't know. Einfach richtiger Blödmann. Interessiert ihn doch gar nicht, dass wir hier sind. Du böser Raccoon. Und ich habe ihm auch noch den Weg freigemacht, dass er jetzt hier über den Fluss kann. Und wieso hat er dieselben Fähigkeiten wie wir? Gibt's ja gar nicht. Ja, hier geht's zu den Bergen, aber wir kommen da nicht durch.
selbes Problem wie auf der linken Seite. Und ich finde aber auch keinen fünften Fisch. Haben wir in den ersten Maps noch einen Fisch vergessen? Hier ist noch einer. Alles klar. Ein Seepferdchen. Aber ein richtig süßes Seepferdchen. Oh mein Gott. Seepferdchen in den See. Und keiner, der uns sagen kann, oh, danke, dass du es erfüllt hast. Doch, hier. Hä? Okay, die kann ganz schön weit gucken. Du hast einen guten Job gemacht. Noch eine Trophäe. Nice, danke. Okay, also diese Trophäe braucht man, glaube ich, gar nicht. Das ist einfach nur, was man schon erledigt hat und was nicht. Cool. Wir haben eine Trophäe fürs Angeln bekommen und eine Trophäe fürs Bogenschießen. Cool. Aber jetzt komme ich ja nicht weiter. Das ist ja belastend. Wo war ich denn noch nicht? I mean, wir haben einen Hund. Vielleicht kann der ja... Vielleicht ist es ein Bombenhund. Ist das ein Bombenhund? Kein Bombenhund? Oh nö, das ist mir zu anstrengend. Und was meinst du? But now I can only break smaller rocks. Ah, I see. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen, was mir die NPCs hier sagen. Ich schaffe diesen großen Stein da vielleicht nicht. Aber dann ist ja klar, was wir machen müssen, sind diese Steine, die ja vielleicht klein genug. Wir können auch mal die Sonne hier platzieren, einfach damit es ein bisschen angenehmer ist zu arbeiten. Plötzlich ist es ja hell. Ach, das ist voll süß alles. Ohne Witz. So, dann machen wir die Steine hier kaputt. Darfst auch in der Sonne arbeiten. Keine Zeit zu arbeiten. Die hat bestimmt in der Nacht gar nicht gearbeitet. Wollen wir wetten? Warte. Oh, jetzt können wir es leider nicht nachgucken. Okay, Feierabend. Dann habe ich das schon intuitiv richtig gemacht. Vielen Dank, Matanga. Ich bin alt. Ich kann nicht mehr viel machen. Ich nehme dich trotzdem mit, ja? Wir gehen jetzt auf ein Abenteuer, wir zwei und Hundi. Ich will zumindest... Wie ist er denn jetzt hier reingekommen? Der ist doch ganz woanders hingegangen. Ich will zumindest Papa treffen. Wir können nicht mehr zusammen spielen. Geh weg, Eindringling. Oh. Kämpfen wir jetzt? Wird das ein Fight? Was steht da drauf? Was hat der Raccoon wieder für böse Sachen gemacht? End of Day, but thanks for playing. Süß! Es ist süß. Wir haben nicht mal unseren Vater kennengelernt. Das hätten die schon noch mit reinbringen können. Deswegen auch, ja, das, was er gesagt hat. Ah, guck, hier wird's dann weitergehen. Hier ist die Baustelle. I see. Ja, aber das war doch eine süße kleine Demo. Wie gesagt, kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch irgendwann raus. Wahrscheinlich Ende des Jahres, I guess. Und wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Und dann auch für Switch etc. rauskommen. Ich hab's jetzt auf dem PC gespielt. Ja, süß. Süß und klein. Kann man sich wahrscheinlich auch mal angucken, die Vollversion. Dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja!